Hallo und herzlich willkommen zu den News. In diesem DVD-Beitrag zeigen wir euch bewegte Bilder aus allen spielbaren Vorabversionen, die uns in diesem Monat erreicht haben. Den Anfang machen wir mit Athens 2004 von Sony. In dem Begleitspiel zur kommenden Olympiade in Griechenland tretet ihr in 25 verschiedenen Disziplinen an. Dabei müsst ihr nicht nur wie wild auf ein paar Knöpfchen hämmern, sondern braucht auch ein gutes Gefühl mit dem linken Analogstick und das richtige Timing. Beim Speerwerfen müsst ihr zum Beispiel erst Anlauf nehmen, dann den Winkel der Flugbahn festlegen und im richtigen Moment werfen. Das Spiel erscheint am 30. Juni 2004 für die PlayStation 2. Richard Burns Rally vom Publisher SCI ist ein schwerer Fall, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das Spiel steuert sich noch anspruchsvoller als Colin 4 und ist sicher nur für Rallye-Simulationsfanatiker gedacht. Im Bild seht ihr die grafisch etwas schwache PS2-Version, außerdem soll es noch eine Xbox-Fassung geben. Der Erscheinungstermin des Spiels wird derzeit noch etwas ungenau mit 2004 angegeben. Das nächste Spiel ist DotHack Volume 2 Mutation. Bei diesem Titel aus dem Hause Atari wird ein komplettes Online-Rollenspiel simuliert. Und zwar ganz ohne Netzwerkadapter. Ihr übernehmt eine Doppelrolle, indem ihr in der realen Welt am Computer sitzt und euch von dort aus in ein simuliertes Online-Rollenspiel namens The World einloggt. Der zweite Teil knüpft nahtlos an die Geschehnisse des Vorgängers an und wird noch in zwei weiteren Teilen fortgesetzt. DotHack Volume 2 erscheint am 17. Juni 2004 für die PlayStation 2. In Seifenfilter 4 Omega Strain seid ihr einem mysteriösen Virus und dessen Urhebern auf der Spur. Dabei steuert ihr aber nicht wie im PS1-Vorgänger den Agenten Gabe Logan, sondern erschafft euch eine eigene Spielfigur. Diese steuert ihr aus der Verfolgerperspektive durch das Actionspiel, das ein wenig an Titel wie Metal Gear und Splinter Cell erinnert. Wer nicht gern allein unterwegs ist, kann Omega Strain auch im Koop-Modus online spielen. Seifenfilter 4 erscheint im zweiten Quartal 2004 für die PlayStation 2. Jetzt haben wir noch einen echten Stargast in den News. Diese bewegten Bilder stammen von einer PS2-Vorabversion von Splinter Cell Pandora Tomorrow. Und der gute Mann im Bild ist Sam Fisher. Die Grafik ist etwas flimmeranfälliger und unschärfer als die der Xbox-Version. Dafür hat Ubisoft den einen oder anderen zusätzlichen Speicherpunkt spendiert. Die Steuerung funktioniert auch mit dem DualShock 2-Controller tadellos. PS2-Besitzer mit Netzwerkadapter können sich zusätzlich auf den tollen Mehrspieler-Modus freuen, während der GameCube leider offline bleibt. Splinter Cell 2 erscheint schon am 10.06. diesen Jahres für die PS2 und am 1.07. für Nintendos GameCube.